Die Frauen am virtuellen Brunnen. Heute wollen wir über die Meilensteine im Leben sprechen. Wir werden älter und wie läuft das ab? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 haben wir jetzt noch keine Erfahrung gesammelt, aber so einiges vorher. Ja, und erstmal wie immer Check-in. Und Monja, fängst du an? Okay. Ja, also in Wien ist es extrem heiß, um das Wetter mal zu berichten. Und wir warten auf Regen, aber es kommt jetzt auch keiner, so wie in Italien. Und das merke ich jetzt mehr, als ich es vor 10 Jahren oder überhaupt vor 20 Jahren gemerkt habe. Also ich bin lieber in der kühlen Wohnung als irgendwo in einem tollen Hotel oder in einer Therme oder und es war draußen 32 Grad beim Nachtmahl, das ist nichts mehr für mich. Also ich bin lieber jetzt in der kühlen Wohnung. Nicht, auch mein Mann zum Glück, beide, also wir waren uns einig. Und wenn das so weitergeht, wie es derzeit der Sommer sich entwickelt, also das ist für uns sicher das Optimalste. Ja, also soweit einmal. Ein etwas müder Beginn, aber ich hoffe, ich werde wieder Energiegewinner im Gespräch mit euch. Und ich gebe weiter an die Anna. Gut, okay. Also ich komme gerade, ich habe noch ein bisschen nasse Haare, ich komme gerade aus dem Schwimmbad und da waren wir immer noch zu viel Leute. Ich habe heute eben am ganzen Tag diese Ausstellung, 70 Quadratmeter, den Raum und hatte Gott sei Dank Hilfe. Bilder aufhängen, es war das erste Mal in meinem Leben und es war auch kühl, also genau. Und jetzt wollte ich eben noch ein bisschen Bewegung und bin ins Schwimmbad gegangen. Genau. 70 eben geworden, 10 mal 7. Ja, also wir reden ja nachher drüber. Schon spannend, sowohl der Prozess als auch eben die Perspektive. Danke, ich gebe weiter an die Marie-Rose. Bei uns hat es gerade ein bisschen getropft, aber nicht wirklich geregnet, ein bisschen getropft. Aber gestern hat es geregnet, es ist dringend nötig. Ich habe heute 2 Stunden jetzt im Weiher den Schlamm abgezogen, respektive die Algen abgezogen vom Boot. Und es tut mir gut, dass ich das mal wieder gemacht habe. Bin ich sehr zufrieden und fühle mich auch erfrischt und gut in meiner Kraft heute, im Moment. Ja. Nachdem ich aber fast den ganzen Tag auf dem Sofa lag vorher bis 6 Uhr und immer wieder geschlafen habe, also 3 mal 2 Stunden geschlafen habe im Laufe des Tages und dann jetzt eben 2 Stunden da im Weiher gearbeitet und jetzt freue ich mich auch auf unser Gespräch. Ja, schön. Also 32 Grad, Monja, da beneide ich dich ja richtig drum. Das ist bei uns ein kalter Sommertag mit 32 Grad. Wir hatten heute 39 und auch in der Bude ist es 30 Grad, also schon ein bisschen warm. Es tropft, ne? Also naja. Aber das ist halt Sommer und in Italien ist das der Sommer. Was nicht so toll ist, dass es eben die ganzen Monate nicht wirklich geregnet hat und dass alles sehr, sehr, sehr trocken ist. Aber es war früher auch schon so heiß, also seitdem ich hier bin. Und es ist ja schon 35 Jahre. Aber was jetzt anders ist dieses Jahr, ist, dass es so lang heiß ist hintereinander. Normal war das eine Woche oder höchstens 10 Tage. Jetzt ist es schon praktisch fast 2 Wochen. Und es ist die nächste Woche immer noch, also schon ein bisschen lang. Aber naja, da ist, macht man halt nichts, dann liegt man auch, ich liege dann auch oft rum und penne so ein bisschen vor mich hin und groß bewegen tue ich mich nur zum Garten, zum Gießen und die Blumen hier so drumherum gießen und damit hat sich's. Der arme Hund, dem ist auch ein bisschen heiß, der hat ja nur auch noch ein schwarzes Fell und dann in der Sonne und so ist das auch nicht so doll. Naja, ja. 70, es kommt ja nur auch mal auf mich zu, in nicht allzu langer Zeit. Wie gehen wir damit um, dass wir jetzt schon ein bisschen älter sind?
Was für Möglichkeiten hat das? Was bietet uns das? Was können wir daraus tun? Wir können natürlich uns in die Ecke setzen und sagen, oh, jetzt bin ich alt. Aber bringt das was? Ehrlich gesagt, ich fand mit 30 mich schon alt und dann mit 40 ja erst recht. Und da habe ich auch gedacht, da finde ich keinen Mann mehr und sowas. Ne? Also man ist ja dann schon eine alte Schachtel. Und mittlerweile ist das irgendwie besser geworden. Wie ist das bei euch? Munja, du hast so schön den Kopf geschüttelt. Nein, also ich habe nie das Gefühl gehabt, alt zu sein. Also als ich auf 50 zu bin, dann habe ich so eine Art zweite Pubertät erlebt. Oder zumindest bin ich etwas völlig Neuem in meinem Leben begegnet. Und ich kann mich nicht erinnern, was mit 70 war. Es war nichts, glaube ich, irgendwie Aufregendes. 80 haben wir jetzt wirklich gefeiert, gerade so zwischen Corona durch. Und hatten wirklich Glück, keinen Cluster zu haben, obwohl wir doch über 40 Leute hatten. Und mir ist jetzt nur, wie die Marie-Rose gesagt hat, also aufgefallen, dass ich jetzt sehr genau darauf achte, meine Batterien aufzuladen. Also auch nach dem Essen schlafe ich einmal so, oder ich sitze mal im Recliner und meistens schlafe ich ganz tief weg. Und ich habe dann auch interessante Träume. Ich habe mein ganzes Leben lang eigentlich interessante Träume gehabt. Aber der letzte, und da möchte ich auch dann noch mit euch vielleicht drüber reden, obwohl wir jetzt dann schon wegmeandern vom Thema. Mir hat geträumt, dass ich also ein Buch schreiben soll, was im Alpha-Zustand des Traums ganz einfach war. Nur im Beta dann ist es etwas anderes. Dass unsere kollektive Schwäche unsere kollektive Stärke werden soll. Und jetzt weiß ich nicht einmal, was unsere kollektive Schwäche ist. Und das ist also etwas, das erst so spät jetzt aufgetaucht ist. Also ist auch interessant, weil ich habe nie Lust gehabt, ein Buch zu schreiben. Also falls wir dann irgendwann einmal, ich notiere es auf alle Fälle einmal auch als Thema, ob ihr irgendeine Vorstellung habt, was eine kollektive Schwäche der Deutschen, der Österreicher, der Europäer, ich weiß es jetzt nicht, sein könnte. Dann machen wir doch am besten ein eigenes Thema drüber, ja, angekündigt. Und ja, da können wir alle, okay, die Mädels, die jetzt heute nicht dabei sind, die können sich da auch ein bisschen drauf. Das ist ein richtig gutes Thema. Findest du? Ja, ich kann damit nicht wirklich was anfangen. Also das ist etwas, wo ich wirklich genauer hinschauen muss wahrscheinlich. Ja. Das machen Ja, aber wie gesagt, also ich habe mit über 50 dann und auch noch knapp vor 80, also Mitte 70, zum ersten Mal also die Art erotische Ekstasen erlebt, transzendente, die meinem Wesen entsprechen. Und das habe ich vorher gar nicht gewusst, dass das möglich ist. Das heißt, also es kommt bei jedem Meilenstein eigentlich, kommen da noch unerwartet, für mich sind unerwartete Dinge gekommen. Und da würde ich auch gerne hören, ob das bei euch auch so ist oder ob das nur eine ganz eigenartige Inkarnation ist, die ich mir da ausgesucht habe. Weil an und für sich, also mit über Mitte 70 noch, ist vielleicht, also ich hätte früher mal den Kopf geschüttelt, aber jetzt war es ganz was Selbstverständliches. Okay, ich gebe weiter an, wer immer möchte. Ich mache mal weiter. Weil wir hatten nämlich am Mittwoch das Live-Treffen am Brunnen. Das ist ja im Prinzip die Live-Kopie von hier mit den Frauen. Wir saßen am Feuer und das Thema war Neuanfänge. Und das ist ja vergleichbar. Also, und zwar Freiwillige, also schon mit Perspektive, gibt es noch Neuanfänge oder was waren die Neuanfänge? Und das Thema bei uns, also das habe ja ich initiiert, geht ja immer auch darum, dass man persönlich erzählen, also nicht theoretisieren. Und
Genau, also und für mich war schon diese 49, 50 total wichtig, weil da war eine Beziehung zu Ende und habe wirklich einen Neuanfang gemacht, indem ich da in der Zeit eben Tantra-Jahrestraining, Aufbautraining, Human Design und dann 3 Jahre später GFK, also es war wirklich wie geballt. Und ich bin da wirklich für mich gegangen, während vorher eben diese Beziehung, die ich da hatte, da habe ich ja im Prinzip mit einem Menschen zu tun gehabt, der nicht an Seele geglaubt hat, also mit dem man auch nicht sprechen konnte. Also ich wundere mich sowieso, was ich alles hingenommen habe, ja, aus Unsicherheit, ob ich es verdiene oder mit all diesen Themen. Genau. Also zu diesem Thema Neuanfänge, und es beschäftigt mich schon, was kann ich mit 70, also was gibt es sowas wie eine Ausrichtung, eine Perspektive, was kann ich wirklich, wie soll man sagen, visionieren, ein Ziel oder was kommt auf einen zu? Also das ist für mich offen, also ich weiß gar nicht mehr, weil sich bei mir eben diese ganze Visionsgeschichte, das hat sich nicht verwirklicht, was ich die letzten 10 Jahre probiert habe. Ja, danke. Vielleicht noch was, doch was. Ich hab ein Buch, ich habe vorhin Goethe gehört und Hörbücher. Und ich habe vor im August, man darf es ja gar nicht laut, aber ich traue mir das laut sagen, eben, ich habe ein Buch, den Rupert Sheldrake kennt ihr, oder? Das ist der Sohn vom Rupert Sheldrake. Der hat 2 Söhne, einen, der macht Musik, und das ist der. Der heißt eben Merlin und der ist Pilzforscher, auch eben Biologe. Und das Buch hat die Bücherei bestellt und ich lese das gerade und höre auch Interviews mit dem hübschen jungen Mann an und habe vor, genau, weil das geht für mich genau um dieses Thema, eine ganz neue Perspektive oder eine erweiterte auf die im Prinzip eben Interconnectedness allen Lebens. Also auf einer Ebene halt, wo da beschrieben wird, eben Flechten und Myzel und Pilze. Und ja, also ich merke, das ist das, was mich perspektivisch gerade in diesem Sommer, im August interessiert. Dankeschön. Ich gebe weiter an die Marie-Rose. Ja, spannend. Spannend. Ich habe in meinem Leben, kenne ich so die richtig große Etappen, immer 20 Jahre, 20 Jahre in der Familie, 20 Jahre verheiratet mit Familie, mit eigener Familie, dann 20 Jahre Single-Dasein mit ganz vielen unterschiedlichen Beziehungen und Ausprobieren, so richtig, ja, unterschiedliches auch, ja, auch vielleicht so in Pubertät nachholen. Und jetzt die letzten 7 Jahre von den nach den 60, das sind jetzt 7 Jahre mit unterschiedlichen Krankheiten gewesen. Ich hatte eigentlich gehofft, dass es nur 7 werden, dass es nicht 20 werden, aber jetzt bin ich schon im achten Jahr mit einer neuen Krankheit. Ja, wenn es das denn sein soll, mal sehen. Ja, das sind, ja. Und Ruf war sehr wichtig für mich. Die Arbeit mit den Kindern war sehr wichtig für mich. Und ich habe mit 26 habe ich angefangen mit Gruppen und Persönlichkeitsentwicklung, dann die ganz alles, was es da so gibt an Psycho-Eso, spirituellen Sachen habe ich so ziemlich alles gemacht. Was habe ich ganz viel gemacht? Mit Schwerpunkt auf Atemarbeit, wo ich eben 1980 angefangen habe. Und das ist das, was mich in Balance gehalten hat zu meinem Alltag und zu meinem Leben in der Gesellschaft und zu meinem Leben in der gesamten Gesellschaft, wo ich ja über die Schule auch wirklich mit allen Gesellschaftsschichten zu tun hatte, mit allen Altern zu tun hatte. Und diese Vielfalt ist etwas sehr Wichtiges gewesen in meinem Leben, ne?
Ja, und abgesehen davon, dass ich früher viel Migräne und Kopfschmerzen hatte, und bin ich trotzdem so normal gesund gewesen und sehr selten zum Beispiel krank geschrieben. Ne? Und deswegen ist es schon ein bisschen, ja, dass ich das, also ob ich das jetzt alles nachholen muss in den letzten 7, 8 Jahren, ja. Ja. Was gibt es noch an großen, ein großer, ja, mit, als ich mit 40, 60, mit, als ich hierher gezogen bin mit 40, in mein kleines Haus mit einem riesigen Garten, das ist auch noch ein großer Unterschied gewesen, obwohl ich vorher auch, obwohl wir in der Familie und auch in der Kindheit immer in einem Haus mit großem Garten gelebt habe, ist es nochmal was anderes, wo ich hier nur alleine hier bin. Die Verbindung, die ich da eingegangen bin mit diesem Grundstück, mit diesem Garten, es ist eine zweite Haut geworden. Und das merke ich auch ganz stark, wenn ich den Gärtner mal da rufen muss. Ich rufe ihn so wenig wie möglich, aber im Moment zum Beispiel muss ich ihn auch wieder nehmen, weil ich das nicht machen kann, dass die Hecke nicht schneiden kann. Und dann merke ich, wenn er etwas zu stark schneidet oder so, dann, dass das mich dann, dass es mir was, dass ich das spüre. Ja. Also das ist noch etwas sehr Wichtiges in meinem Leben. Ja. Große Etappen sind eben auch erst Geschwister. Ich bin in wir sind sechs Kinder gewesen. Sechs Geschwister, dann zwei eigene Kinder, ein eigenes Kind, ein Adoptivsohn und jetzt die Enkelinnen. Ja, das ist auch so ein Strang, der so eine Linie. Die wichtig ist und auch die in der Arbeit mit Ahnenlinien, mit Ahnen oder mit der Familie, mit Aufstellungsarbeit, mit Familienkonstellationen und solche Sachen. Das ist auch ein wichtiges Thema. Also es gibt extrem viele, viele unterschiedliche wichtige Themen in meinem Leben. Das Integrale auch, ja. Seit das Ende der 90er so oder Mitte der 90er in mein Leben gekommen ist, ist es auch ein sehr starker Bezug, hat es einen sehr starken Bezugspunkt für mich, ja, um mit der Komplexität der Wirklichkeit klarzukommen. Ja, so. Wenn ich so auf mein Leben zurückschaue, 68 Jahre. 69, im Dezember werde ich 69. Ich habe mich nie eingeordnet, wirklich. Bin ich alt, bin ich älter? Ja, ich habe, oder vielleicht, was der Begriff ist erst seit ich in Rente bin oder in den letzten Jahren eben mit den Krankheiten, ist das so ein Begriff geworden. Ja, altern und jetzt auch mit meiner Mutter, die so 98 ist. Ist der Begriff Altern, älter werden, abbauen, ist der so etwas auf eine beängstigende Art und Weise in mein Leben getreten. Ja. Und ich mache mir Gedanken, welche Entscheidung ich treffen soll, wann eine Entscheidung ansteht. Ja. Soweit zu mir. Ja, danke. Komme ich noch dran. Das, für mich ist es eher so 10-Jahres-Zyklen, nicht 20. Und manchmal sagen wir von 7 bis 12 so. Studium und so in Berlin, bis ich 30 war, kurz nach 30 in Rom, Italien. Da habe ich halt dann vorher was anders studiert halt und dann Gesang. In Italien bin ich ja wegen des Gesanges. Und dann war ich dann hier auf dem Grundstück, Bauer spielen sozusagen, mich mit der Natur verbinden. Das war eine schöne Zeit. Und dann mit 40 habe ich aber erst angefangen, so mit Spiritualität, eigentlich noch gar nicht, sondern eher Psychotherapie und diesen ganzen Kram. Und dann kam Spiritualität dazu. Und
Ja, Ken Wilber und so kam dazu mit 50, knapp 50. Und mit 60 kam dann mit knapp 60 das Feminine Power und diese ganzen Coaching-Geschichten dazu. Also auch ziemlich viel. Und muss auch sagen, dass ich eigentlich ein reiches Leben, also wenn ich jetzt abtreten würde, würde ich sagen, ich habe eigentlich ziemlich viel erlebt. Nicht unbedingt im Außen so. Ich bin nicht quer durch die Welt gerast. Und meine ein paar Reisen habe ich natürlich gemacht, aber nicht allzu viele. Das ist nicht so. Aber viel die Natur beobachtet, viele innere Reisen, würde ich mal sagen. Und viele Erlebnisse mit Menschen, die hier aufgetaucht sind. Ich habe öfters gedacht, hier ist die offene Psychiatrie, weil es wirklich die verrücktesten Erfahrungen. Manche sehr gut, aber viele auch, oh Gott, habe ich immer gedacht, nee, auf die Art und Weise musst du halt wachsen, ne? Das, und endlich mal deine Muster erkennen und dich nicht wieder in dieselben Dinger stürzen und so. Ich habe es ja sehr mit Prä-Trans-Verwechslung, das habe ich immer wieder gemacht. Und habe gedacht, das wäre Trans und stattdessen war es Prä, wie sich dann mit einer Zeit rausstellt. Und so, also ja, auf die Hinsicht habe ich sehr viel gemacht. Und dann eben unterrichten, Gesang unterrichten war auch nochmal schön, weil das ja, beziehungsweise Stimme unterrichten, weil das ja eine Bewusstseinsarbeit ist, die ich mit mir selber gemacht habe und dann versucht habe, das weiterzugeben und eigentlich ganz gut geklappt hat bis zum gewissen Grad. Ja, die Zukunft. Ich habe übrigens das Buch da hier, das Entangled Life. Das finde ich sehr schön. Gerade, es hat mich so fasziniert, wie er so ganz klar macht, dass wir noch überhaupt nicht ausgeschöpft haben oder überhaupt keine Ahnung haben über die Macht der Pilze sozusagen, was die alles können. Und wir, also abgesehen davon von dem Psychedelischen und so, ne, das ist ja nur ein ganz kleiner Bereich, aber was da im Boden vor sich geht und dass es so wichtig wäre, dass wir unsere Böden nicht so auslaugen und kaputt machen, sondern dass wir erlauben, dass die Pilze sich wieder vermehren können und da sogar, die können sogar Plastik aufessen und alle möglichen anderen Giftstoffe. Ne? Und ja, wir wissen eigentlich gesellschaftlich oder so nichts davon weiter. Und es wäre schon gut, wenn das ein bisschen berücksichtigt würde. Statt immer nur Chemie und allen möglichen Kram könnte man doch mal auf natürlichem Weg eine Reinigung der Natur und eine Sanierung, sagen wir mal, der Natur, Heilung der Natur in Angriff nehmen. Ja, vielleicht machen wir das ja, Anna, wenn wir 70 sind oder mit 80 oder sowas. Hast du eine Vision, wie das nächste Jahrzehnt aussieht? Beziehungsweise alle frage ich das. Habt ihr eine Vision? Fangen wir mal mit Monja an. Also ich leiste mir eigentlich keine Vision mehr, weil ich wäre ständig mit irgendetwas überrascht. Also was mein Zugang ist jetzt, dass ich wachsam und offen bin. Und es tauchen eben so unerwartete Dinge auf. Ja, also ich glaube, wenn ich eine bestimmte Vision hätte, würde mich das einengen. Oder ja, einengen wahrscheinlich. Ich werde das Pilzbuch auch mir besorgen und lesen. Vielleicht können wir darüber. Habe ich noch nicht gewusst, dass das gibt. Also das würde mich auch sehr interessieren. Zum Beispiel. Also, oder wie die Gertraud da von der Ascension auch gesprochen hat, von dem Aufstieg. Jetzt habe ich mir das einmal angeschaut. Und auch, dass die Perspektive sich auf bestimmte Dinge völlig geändert hat, ist also schon einmal für mich bezeichnet mit dem Alterungsprozess, dass du deine Perspektiven eigentlich änderst auf die Wichtigkeit, was ist noch wichtig, was hat Priorität. Und jetzt, also mit 80, haben mein Mann und ich zum Glück ziemlich synchron, also auch unsere Prioritäten sehr genau wieder neu definiert. Und
Das ist ja schön. Also ich bin immer noch sehr dankbar, dass wir so lange zusammen sein konnten, auch wenn es da einige Schwellen gab, die etwas mühsam zu überwinden waren. Aber jetzt hat sich das alles sehr gewandelt und das freut. Gut, ich notiere, ich habe mit dem Murphy Sheldrake notiert. Und Merlin heißt er. Merlin? Oh, wieder wie der Zauberer. Genau, genau. Ja. Es sieht auch wunderschön aus, wenn du im YouTube guckst. Und weißt du, genauso authentisch wie sein Vater. Also ganz schön. Ja. Den Sohn Merlin zu nennen, ist natürlich auch schon kühn. Aber gut. He lives up to his name. Also ich habe schon das Gefühl, nachdem er sich jetzt an so ein Gebiet gewagt hat, was ja sehr unerforscht ist, vielleicht zaubert er da was zusammen. Mhm. Okay. Irgendwelche Fragen oder ich gebe mich nur weiter wieder? Nee, ich wollte dazu sagen, ich kann das bestätigen, dass die Perspektiven sich ändern oder die Prioritäten sich ändern. In meinem Leben auch so. Ne? Früher musste man machen und tun und was aufbauen und so. Jetzt geht es mir so, dass ich selbst keine Lust mehr habe, die Artikel für die Webseite zu schreiben. Nicht? Also, kann ich mir vorstellen, ja. Ja, und das habe ich doch mit Marc zusammen. Also ich habe es geschrieben meistens, er hat es verbessert auf Englisch und habe ich doch ziemlich lange gemacht. Also ich würde sagen, seit 13 oder 14. Ne? Und jetzt, seit diesem Frühjahr habe ich irgendwie keine Lust mehr dazu. Und da habe ich lieber gehe ich lieber so in Meditationsbereiche oder irgend sowas. Ja? Also Design wird im Moment wichtiger als das Tun. Ne? Und ich könnte mir schon denken, dass das was mit Alterungs- oder Reifungs- oder sonstigen Prozess zu tun hat. Ich meine, es gibt sicher auch ein paar junge Leute, die so drauf sind, aber ich war es ganz sicherlich nicht. Also bei mir, Prio ist Heilung, also kann ich wirklich nur sagen, weil ich habe mein Angstthema und mein in der Welt nicht wirklich willkommen zu sein, obwohl es hat sich verbessert. Vielleicht erzähle ich auch, was ich gerade kontempliere. Ich habe zum Geburtstag ein Buch geschenkt gekriegt von der Christel Lieben, das ist eine Wienerin, die heißt Lieben ohne Mitgefühl. Und das habe ich mir vor 7 Jahren gekauft und ich konnte es nicht lesen, weil ich mit GFK-Haltung dachte mir, das geht ja gar nicht, Lieben ohne Mitgefühl. Und dann habe ich es zum Geburtstag jetzt wieder geschenkt gekriegt. Jetzt habe ich es zweimal zu Hause. Und jetzt konnte ich es lesen. Und die Frau stellt einen Satz auf, also ich habe witzigerweise dann auch Resonanz bei einer Freundin gekriegt, die auch eine Diade, die bei den Diaden mit dabei ist, und die stellt den Satz auf, Liebe, die mich, das kriege ich gleich selber nicht hin, Liebe, die mich wollte. Also die stellt sozusagen die Figur auf, die Liebe, die mich wollte. Und das versuche ich zu kontemplieren, um also in dieses Gefühl zu, in dieses Grundvertrauen zu kommen, dass das Universum ein freundlicher Ort ist, weil ich verstanden habe, durch das Mysterium des Kosmos und das ganze Human Design, die Ordnung sozusagen, das ist mein Zugang bisher. Also das begeistert mich weiterhin. Also die Ordnung hinter der Ordnung. Aber die Liebe spüre ich nicht. Und ich weiß, dass ich in diesem Sommer auf jeden Fall mit den Pilzen irgendwas weitermachen will. Genau. Was genau, weiß ich noch nicht. Aber ich weiß einfach, dass ich außer Lesen bestimmt auch noch irgendwas anders machen möchte. Weil mir zum Thema Priorität dieses, ich möchte Experience, eine wirkliche Erfahrung, Punkt, habe ich ja nicht. Ich versuche jetzt zu formulieren, was da so aufgetaucht ist. Wo oder wie willst du es erfahren? Also ich habe... Du warst auch. Also... Wie soll man sagen? Also ich weiß ja nicht genau,
was genau ist eine spirituelle Erfahrung? Also wenn es um Mystik geht, geht es immer darum, ich möchte eigene, also dieses Gefühl haben, da gibt es etwas, wo ich andocken kann, wo ich willkommen bin, ich bin auch Teil der Schöpfung, ich möchte diese Erfahrung machen und ich habe einmal nach dem Schlafentzug, also nach, wo es mir wirklich dreckig ging, in der Früh um 5, da war so ein Gefühl von, oh Gott, ich bin dankbar fürs Leben. Aber das ist keine, für mich keine spirituelle Erfahrung. Aber so dieses Gefühl von, du kannst nicht tiefer fallen als in die Göttinnenhände oder in Gottes Hände oder wie auch immer. Also das ist das, was ich gerne möchte, damit ich gut gehen kann. Also das Urvertrauen, sagst du? Mhm. Habe ich nicht. Ich mache sogar nächstes Jahr noch einmal ein Jahrestraining, weil das hat sich so ergeben, ein Traumajahr bei einer Danielle eben hier, die eben sehr, sehr gute spirituelle Traumaarbeit, sehr körperorientiert und ja, ist halt, die habe ich vor 10 Jahren schon mal mitgekriegt, dass es die gibt, aber bin ich nicht eingestiegen, was auch immer der Grund war. Und jetzt ist mit Corona verschoben worden, aber ich werde nächstes Jahr werde ich dieses Jahrestraining machen. Ja. Also mich interessiert sehr körperorientierte Traumaarbeit, Atemarbeit. Ich bin ja froh, dass ich tanze, dass ich Musik mache, dass ich Gitarren spielen kann. Also da bin ich zutiefst dankbar, weil ohne das, glaube ich, ging es mir viel schlechter. Allein, weil mein Thema ist ja Alleinsein. Aber ja, das erleben lang. Ja. Also. Ich habe für die nächsten 10, als ich Marc kennenlernte vor 10 Jahren ungefähr, da hatten wir eigentlich vor, bis in 10 Jahren, das heißt bis heute, eine Lösung gefunden zu haben für das Haus hier und vielleicht werden wir irgendwo anders hingezogen oder pipapo. Und dann ist er ja dummerweise gestorben. Und dann war ich dann ja auch allein, das heißt bin ich ja immer noch. Und dann sieht es dann alles wieder ein bisschen anders aus. Und die 10 Jahre sind rum und ich habe noch keine Lösung gefunden, aber jetzt die nächsten 10 Jahre muss ich eine Lösung finden. Ich erinnere mich so ein bisschen, ne, an dich, Marie-Rose. Man kann nicht ewig da bleiben, alleine bleiben, wenn irgendwas ist. Dann ist dann so viel Geraffel da und so. Also irgendwie, aber andererseits hänge ich sehr dran, vor allen Dingen an dem Ort, an die Freiheit, die ich hier habe. Also es ist ja, ich kann ja überall raus und tolle Blicke und alles. Und wenn ich mir vorstelle, ich verkaufe die Bude und gehe in eine Zwei-Zimmer-Wohnung, ich glaube, dann bin ich in 3 Monaten tot oder so. Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ja. Naja, das ist also mein Plan für die nächsten 10 Jahre und die richtigen Leute zu finden, die Spaß und Freude dran haben, so ein Leben zu führen. Und ich fange an, das auch zu visionieren, also auch als Beschreibung zu machen, weil ich das ja auch wirklich aktiv jetzt suche, Menschen, die als Grundidee des Zusammenlebens, also als Ausrichtung ist, gemeinsam zu wachsen. Also Formen des Zusammenlebens zu finden, die über das übliche Hickhack hinausgehen und dann eine Lösung finden können. Also dass man bereit ist, eben Schattenarbeit zu machen und sich irgendwie zusammenzuraufen, statt sich immer wieder so, dann war es halt nicht. Ne? Und ich finde das, also einmal ist es für mich sowieso dran und ich finde auch als Beitrag zum Weltfrieden ist es dran, dass wir als Menschen einen Weg finden, wie wir Konflikte lösen und nicht dann auf ich rede nicht mehr mit dir oder so und wir machen Krieg oder sowas. Ich denke, wenn wir das im Privaten nicht schaffen, wir als einzelne Menschen, brauchen wir uns nicht zu wundern, dass das zwischen Staaten auch nicht geht. Ja. Und ich hoffe, dass ich die Leute finde, die dazu bereit sind.
Und ja, und dass man dadurch, dass ich dadurch einen Beitrag leisten kann zur gegenwärtigen, sehr höchst merkwürdigen Weltsituation. Hast du schon deine Bitte ans Universum gestellt? Ja, hin und wieder mache ich das schon, ja. Aber ich will noch, also ich will mir eine Vision genau machen, weil ich habe das bislang immer, ich hatte ja immer wieder Leute da und habe das immer so auf, ja, es wird sich schon ergeben, und ich bin jedes Mal, habe ich das Gefühl, dann, wenn ich nicht die Führung übernehme, dann übernehmen es andere Leute, ja, und dann hänge ich drin. Das war jetzt gerade so eine Situation. Und ich kann nicht erwarten, dass Leute, die in Blau sind oder anfangen Orange, ähnlich ticken wie ich. Ne? Und das ist immerzu mein Problem. Das habe ich auch vorhin gesagt, die Prä-Trans-Verwechslung, die ich ständig in meinem Leben gehabt habe. Und die mache ich offensichtlich nach wie vor. Also muss ich ein bisschen mehr, einfach weil ein Mensch nett ist, heißt es ja noch lange nicht, dass da eine Verständigungsmöglichkeit da ist. Ne? Und wenn man zu viele Stufen dazwischen sind, ist halt einfach schwierig. Ich merke einfach auch, dass die Menschen überhaupt nicht verstehen, worum es mir geht. Ja? Ich kann natürlich sehen, worum es ihnen geht und so, aber es ist so weit weg von mir. Und eben da die entsprechenden Menschen zu finden, die etwa auf der gleichen Ebene sind und die Bereitschaft haben, dass man sich miteinander auch auseinandersetzt und nicht einfach sein Ding macht, ja, jeder. Und da bin ich mal gespannt. Ich hoffe, ich werde dann hin und wieder noch mal ein paar Gebete zum Himmel schicken, sobald es mir wirklich klar ist. Ich bin dabei, mich an dem Thema so anzunähern. Ne? Und Ende August kommt jemand, die schon mehrere Gemeinschaften aufgebaut hat, und die will mir helfen, das mal so zu formulieren, auf Papier zu kriegen, damit ich auch die Leute dann ansprechen kann, ne? Und dass die dann auch wissen, worum es geht, und nicht einfach, ja, komm mal, wir machen schon, so wie ich das bislang gemacht habe. Einfach Quatsch. Okay, das sind meine nächsten 10 Jahre. Und ich hoffe, ich bleibe einigermaßen gesund. Bin ich ja eigentlich. Mal hier und da zippert es mal irgendwo, aber im Allgemeinen, wenn nicht irgendwas ist, was ich nicht weiß, geht es mir eigentlich ganz gut. Ich muss auch sagen, ich bin ständig auf dem Dings da. Ne? Mit meinen Knien hatte ich ja schon, mit 60 oder so hatte ich ja schon Probleme. Und wenn man dann auf diesem Rad jeden Tag eine halbe Stunde, klappt. Und jedenfalls habe ich mich mit 60 schon richtig alt gefühlt, als ich plötzlich nicht mehr hochkam, ja, vom Sitz und so, und mich hochziehen musste, weil die Knie nicht mehr funktionieren. Und ich dachte, oh Gott, und jetzt ist aus. Aber ich habe dann die Erfahrung eben gemacht, wenn du was tust, dann wird das schon wieder. Also ich habe es ja vorhin schon angesprochen, mich interessiert es schon als Thema, wie ist sozusagen die Vorbereitung auf die Kurve, auf den Lebensbogen sozusagen, wie schaut das konkret aus, ob es das Alleinleben ist oder zu zweit. Also ich fand ganz beeindruckend, dass eine Frau aus unserem Kreis gesagt hat, ja, der Michael wird jetzt 80, die sind alle älter als ich. Ich muss jetzt als Plan, eben als Weg sozusagen, nächste Wegstrecke, muss ich mich mit der Technik auseinandersetzen. Wenn der Michael, der wird jetzt 80 und unser Haus ist voller technischer irgendwas, ich muss das selber lernen, ich muss damit umgehen lernen. Da habe ich gestaunt. Und dieses Thema, das Andocken, also die Liebe, die mich wollte, oder eben auch das Gefühl,
das wirklich gehen zu können, zu wissen, das ist, es gibt ein Ende. Also ich finde, das ist eines der größten Themen. Ohne, und das kommt vielleicht bei mir noch dazu, ich habe eine geheime Angst, einfach Angst vor der Angst, dass meine Körperchemie mich mitnimmt. Deswegen ist ja Singen und das all das Zeug so wichtig und Tanzen, dass ich eben nicht in eine Altersdepression rutsche. Das ist real einfach leider als reale Gefahr da und davor habe ich Angst. Das ist eigentlich auch ein Thema, das wir nochmal besprechen könnten. Was sind meine Techniken im Älterwerden, nicht? Um uns, dass es uns so gut wie möglich geht? Was mache ich, dass es mir gut geht? Ich weiß nicht, ob wir es jetzt besprechen wollen. Wir haben noch vielleicht eine Viertelstunde oder so. Ja. Noch was zu den Visionen oder zu den vergangenen Erkenntnissen aus der Vergangenheit, was auch immer euch noch dazu einfällt. Ja, mir fällt natürlich wieder Mut und Gnade ein. Also, weil du gesagt hast, damit es mir gut geht, vielleicht ist es gar nicht das, was das Essentielle ist, sondern das Essentielle ist die Ganzwerdung. Habe ich damals aus dem Mut und Gnade entnommen. Also, dass du mit dir selbst im Reinen bist, mit dem, was du bist. Die Marie Rose hat gemeint, also ich habe auch eine Strecke gehabt, wo ich plötzlich lebensbedrohende Erkrankungen hatte. Aber das war eine relativ, ja, das war 2010, 2011. Und dann habe ich mich wieder neu zusammengebaut, buchstäblich, weil ich einfach am Eingemachten war nach diesen Aneurysmenoperationen. Aber zugleich ist mir also bewusst geworden, dass jederzeit auch wieder sein kann. Und komischerweise, also ich habe da nie, davor habe ich eigentlich nicht Angst. Das ist irgendwie, also wenn du da drinnen bist in diesem Zustand, da schaust du eben, wie gut du, wie du durchkommst. Mich hat das schon sehr berührt, eben von dir, Anna, dass du, ja, weil das Thema des Alleinseins ist ja für jeden ein Thema, auf irgendeine Weise. Also auch, ich habe mit, ich weiß nicht, ja, früher mal noch auch, als ich noch gedichtet habe und Couplets geschrieben habe, für Schulaufführungen und solche Sachen, also das ist relativ früh, da habe ich schon so eine Zeile gehabt, wenn du merkst, dass du allein bist, auch wenn andere um dich sind, dann bist du nicht mein Kind. Also ich glaube, es gehört zum Erwachsenwerden dazu, sich des Alleinseins bewusst zu sein und wie man damit umgeht. Hast du Geschwister gehabt, Anna? Also es war natürlich sofort ein Protest. Also ich habe Geschwister, wir sind ja auch 6 Kinder. Und, aber ich bin halt diejenige, die dieses Schicksal hat, eben mit der Schwangerschaft meiner Mutter einfach, mit diesem, ja schon, also das unterscheidet mich von meinen Geschwistern, dieses Schicksal. Und 2 meiner Geschwister kommen zum Beispiel morgen. Also ich bin gut, bis auf einen Bruder bin ich, naja, also mit den anderen beiden eher so,
ein nettes Telefonieren, aber meine zwei, ja, da ist eine Verbundenheit. Übrigens über eine Klinik, weil damals gab es noch eine Familienwoche. Und das statt Partner und so weiter kamen tatsächlich mein jüngerer Bruder und meine jüngere Schwester. Eine Woche in eine Klinik, das war so eine Klinik nach dem Bad Herrenalber Modell, 91. Da ist die gute Beziehung zum Beispiel entstanden zu meinen beiden Geschwistern. Also die über normale Geschwisterbeziehung hinausgeht. Und dieses Thema des Alleinseins, also sage ich jetzt, ich habe ja genug Bücher gelesen zum Thema Alleinsein, auch die Krollmann-Kullmann oder so, da gibt es jetzt ein Buch von der Kullmann zum Thema Singulär oder irgendwas. Also ich finde, es ist Alleinsein mit mehreren gibt es natürlich, aber ein existenzielles Alleinsein, dass niemand neben dir geht oder hinter dir, also einfach ist, behaupte ich jetzt, ist ein anderes Lebensgefühl als soziales Wesen. Nicht ganz verstanden. Du hast gesagt, es hat 6 Geschwister, aber du hattest irgendeine spezielle... Ja, meine Mutter hat mit mir in der Schwangerschaft eine Operation, weil sie Atemnot hatte. Das macht ja mein Trauma aus. Wir haben beide überlebt. Ach so. Also, und mein Leben ist auch anders verlaufen als das meiner Geschwister. Ich bin die Einzige ohne Kinder, ich bin die Einzige geschieden, die Einzige, die mit diversen Klinikaufenthalten, psychisch einfach. Aber das mag ich jetzt nicht vertiefen, sondern einfach nur dieses Alleinsein ist, finde ich, eben ja eine Riesenherausforderung, damit fertig zu werden. Ja, weil einfach wert, dass der Laufen trotz ist, wir haben 2000 Jahre Patriarchat und als Frau allein sehr bewusst damit umgehen und sich zu sagen, ich bin nicht schuld oder Schuld und Scham damit verbunden, ich finde es Wahnsinn. Zu dem, wie man sich fühlt, kommt noch das andere. Aber da, ja. Aber sagen wir, ich als Einzelkind, also keine Geschwister. Und ich hätte einen Bruder gehabt, aber der ist eben gestorben, noch im Mutterleib. Und deshalb bin ich auf die Welt gekommen, weil mein Vater gesagt hat, mehr als ein Kind im Krieg ist nicht möglich. Das war 41, bin ich dann gekommen. Das heißt, irgendwo trage ich den Bruder auch noch mit. Aber das ist nie mit einem... Ich bin dankbar dafür. Also das ist, also auch mein Mann ist ein Einzelkind. Und irgendwo ersetzen wir einander, wahrscheinlich auch die Geschwister. Also einen Großteil der Ehe haben wir das also gemacht. Und jetzt sind wir endlich wahrscheinlich erwachsen geworden. Ja. Also ich kann es mir nicht wirklich vorstellen mit 6 Geschwistern. Das ist also... Das übersteigt meinen Vorstellungsradius, 6 Geschwister zu haben. Also zu sein, ihr wart zu 6, nicht? Und wir waren zu 5. Und ich habe mit keinem wirklich eine enge Beziehung von meinen Geschwistern. Wir sind eher so aufgewachsen in dieser Hackordnung, immer der Älteren auf die Jüngeren und so. Und das sich gegenseitig ausspielen und so. Und das ist, naja, wir reden schon miteinander, aber es ist nicht so, dass ich irgendwie das Gefühl hätte, so ein liebevolles Gefühl meinen Geschwistern gegenüber, überhaupt nicht. Ne? Ich freue mich ja schon, wenn mein Bruder mal antwortet, auch wenn ich schreibe und so. Und naja, und mit meinem ältesten Bruder eigentlich überhaupt keine Beziehung. Die haben mich auch ganz selten besucht, mal vor 20 Jahren vielleicht, aber sonst kommt da keiner mal vorbei. Ah ja, der eine Bruder, der hat immer seinen Wohnwagen am See in der Nähe, der kommt hin und wieder mal auch bei mir vorbei, so alle 3 Jahre oder so. Aber es ist keine enge Beziehung und ich denke, ich war auch als Kind schon sehr allein, wirklich. Also ich hatte immer das Gefühl, ich muss mich gegen die älteren Brüder verteidigen und dann kam die jüngere Schwester und da soll ich ständig auf die aufpassen und irgendwie, nee. Und ich habe mich halt immer in Beziehung mit Männern geflüchtet, sagen wir mal so. Ja? Und dann diese Gemeinsamkeit zu haben, was hin und wieder vor allen Dingen mit Marc relativ gut geklappt hat. Vorher halt immer nicht so, dass es gehalten hätte länger als 7, 8, 9 Jahre.
Ja, ich finde Alleinsein schon ein Thema, weil ich fühle mich jetzt nicht unwohl allein, aber ich denke, wenn du irgendwo ganz allein bist, wie ich hier, so, wenn ich wirklich ganz allein bin, da kannst du plötzlich umfallen und bist tot und keiner merkt es auf Wochen hinaus oder so. Oder wenn du irgendwie Hilfe brauchst oder was, weil du dir einen Haxen gebrochen hast und bist irgendwo, liegst irgendwo auf dem Feld rum oder so. Das finde ich also ein richtiger Nachteil vom Alleinsein. Und sonst, ihr seid ja praktisch die verschiedenen Gruppen und die verschiedenen Leute, mit denen ich online spreche oder die mich hier besuchen können. Gerade jetzt heute ist wieder ein Freund von mir weggefahren, da war das 26. Jahr hier, der kommt jeden Sommer. Also dann hat man schon das Gefühl, dass da eine Verbindung ist und dass ich nicht wirklich ganz allein bin. Aber ich kann verstehen, Anna, was du meinst. Ne? Also jemanden, wo man sich auch austauschen kann, wo man sagen kann, heute ist das passiert, oh, und das möchte ich dir gerne erzählen. Oder gemeinsam auf Reisen gehen. Allein auf Reisen gehen finde ich relativ langweilig, wenn ich es mit niemandem teilen kann. Ja? Muss noch nicht unbedingt ein Partner sein, aber jemanden, mit dem man schön gemeinsam was machen kann. Ne? Also finde es durchaus ein Thema. Wie geht es dir damit, Marie-Rose? Du bist ja auch noch schon lange allein. Ja, ich bin dankbar, dass ich beides hatte. Dass ich den weiß, wie es einem geht, wenn man wirklich in einer festen, guten Beziehung drin ist und was da die Nachteile sind und was eben die Nachteile sind, wenn man alleine ist. Für mich ist es von daher, ja, es ist anders und ich brauche eine gute Vernetzung. Ich habe eine gute Vernetzung mit Freunden, auch in der Nachbarschaft hier habe ich wirklich eine, das wächst sogar hier in der Nachbarschaft. Es ist jetzt noch eine Familie dazugekommen, wo ich sofort eine richtig schöne Beziehung auch habe, sowohl mit den Kindern wie mit der Frau. Und ja, es ist immer wieder, wenn ich denke, ach, ich hätte gern auch wieder jemand so Festes an meiner Seite, dann weiß ich auch, dass dann ist mir auch sofort bewusst, ja, und in unserem Alter kann in 0, nichts jemand wegsterben, kann der andere wegsterben, dann bin ich doch wieder allein. Und das hat auch eben Nachteile, weil ich halt wirklich diese absolute Freiheit gelebt habe in den letzten Jahren und ich, obwohl ich auch in meiner Ehe Freiheiten hatte, aber ja, ich kenne das, neben jemand allein zu sein und neben jemand nicht allein zu sein und ich kenne das, allein zu sein und allein nicht allein zu sein. Ich kenne die vier Dinge und die sind mir relativ präsent. Ja. Und was wünschst du für dich jetzt für die nächsten 10 Jahre? Welchen Zustand? Ich habe keine konkreten Wünsche so. Oder weiß ich nicht, es kommen, sie ploppen so ab und dann vergehen sie wieder. Sowas ist bei mir. Ich möchte noch mal ein bisschen in meiner körperlichen Kraft zurückkommen. Das wünsche ich mir noch schon auch. Ne? Weil es gerade halt Haut im Moment hat mit der Chemo, das ist schon sehr unangenehm. Diese wahnsinnige Schlappheit, diese wahnsinnige und die Schmerzen, die hin und her gehen und mal hier, mal diese Seite, mal jene Seite, mal sind es die, also ja, diese Nebenwirkungen, das ist schon sehr unangenehm. Ja. Aber gut, das geht ja dann auch vorüber. Und das Resultat ist gut. Der Tumor ist auf 20% seines ursprünglichen, ist jetzt in 5 Wochen auf 20% geschrumpft. Also wirklich auch genauso schnell, wie er vorher gewachsen ist, ist er auch jetzt geschrumpft. Von daher stehen die Chancen im Moment gut, dass ich das überwinden kann. Was ich mir wirklich wünsche, weiterhin guten Kontakt mit meinen Enkelinnen zu haben, mit meiner Tochter. Das ist etwas sehr Wichtiges, das ist schon sehr wichtig. Bei meinen Freundinnen richtig da sind
gibt es wirklich auch richtig starke Verbindungen, die sich bewährt haben. Und es gibt auch einen roten Faden in meinem Leben, dass immer wieder Leute kommen, mit denen ich relativ schnell auch in gute, nährende Beziehungen kommen kann. Und gleichzeitig immer wieder auch Menschen gehen. Und deswegen ist es ein Thema auch in meinem Leben, das mir wichtig ist, das Kommen und Gehen, das in Verbindung gehen und Verbindungen wieder lösen, dass das richtig gut, angenehm, fließend, ohne Konflikte geht. Das ist ein Thema, in dem ich auch gerade zum Beispiel eben mit meiner Scheidung so, war da ein erster großer, war eine große, ist es mir bewusst geworden, dass es möglich ist und dass es wichtig ist, dass es in unserer Zeit, in der Schnelllebigkeit, dass das wirklich ein extrem wichtiges Thema ist, auch in richtig tiefe Beziehungen gehen zu können und die auflösen zu können. Ohne dass es, auch in Vereinen, wenn ich jetzt bedenke, da wo ich engagiert gewesen bin, auch hier, den richtigen Zeitpunkt zu finden, wann etwas gelöst werden muss, wann ich gehen muss und wie ich auf gute Art und Weise gehen muss, dass das etwas total Wichtiges ist, dass wir alle das, dass wir kollektiv, dass wir alle das lernen, zu kommen und zu gehen. Keine Angst zu haben, wirklich sich reinzubegeben, wirklich und gleichzeitig auch keine Angst zu haben, wieder zu gehen und zu sagen, nein, es ist okay, jetzt so für mich war eine gute Zeit und jetzt muss ich irgendwo weitergehen. Und jetzt ist diese Beziehung oder dieser Kontext ist jetzt nicht mehr stimmig für mich. Das ist ein roter Faden, ein Thema, wo ich merke, dass wenn ich rückwärts schaue in meinem Leben, dass das schon sehr früh angefangen hat. Das Thema da war, dass das unbewusst war, dass ich mich früher gewundert habe, ja, Schulfreundinnen, ja, wo weg waren, wo ich gemerkt habe, nee, das waren gute Freundinnen und nee, da ist jetzt nichts mehr. Da zieht mich nichts mehr, da ist jetzt nichts mehr. Dann wurde anfangs noch so ein schlechtes Gewissen hat, ja, bin ich eine untreue See oder war, ich musste weiter. Es gibt auch in meinem Leben sowas von weiter, immer wieder weiter, ne? Oder ja, weil was kommt jetzt, ne? Und die Auseinandersetzung mit den Krankheiten ist auch noch so ein, ist auch sowas, dann ist das jetzt halt der Mittelpunkt, das Hier und Jetzt, das drängt mich zwar wirklich sehr in das Hier und Jetzt hinein, stärker als ich es, ja, ist halt eine Herausforderung. Und, aber in Beziehungen, in meinen Engagements, in der Schule, wo auch immer, es hat immer so Kipppunkte gegeben, und wo ich anfangs erstaunt war, das ist jetzt vorüber. Und wenn etwas vorüber ist, dann ist es, also bei mir ist es dann wirklich vorüber, ne? Und damit trotzdem da stehen zu können und es ist jetzt so und ich mache keine Vorwürfe, weder mir noch dem, was fertig ist oder so. Das habe ich gelernt und das ist gut. So ist das Leben. Weiterziehen mit dem, was gerade wirklich wichtig ist. Und das dürfen, sich das genehmigen dürfen, auch ganz zu mir zu stehen. Ja. Und dem Vertrauen eben zu sein, dass es für den anderen dann auch stimmt. Und das hat sich auch immer wieder gezeigt. Wenn man zum richtigen Zeitpunkt geht, dann stimmt es auch für den Kontext gegenüber, also zum Beispiel für den Verein, in denen ich war, oder auch für Personen, mit denen ich Beziehungen hatte. Raus aus den Dramen, aus den Abschiedsdramen. Das ist ja da habe ich eine gewisse
sage ich mal jetzt, wenn ich rückwärts blicke, habe ich eine gewisse Leichtigkeit und dafür bin ich dankbar. Wow, danke schön. Das ist ja ein richtig gutes Schlusswort. Eine Erinnerung. Ja, für uns Vierer ist das nicht so einfach, nicht keine Dramen zu machen und keine das einfach so gehen zu lassen. Das muss man dann auch lernen. Ja, ihr Lieben, das war wieder schön. Ganz, ganz schön. Ich danke euch. Wollen wir noch ein kurzes Checkout machen? Ich sehe das von Marie-Rose eigentlich schon fast als ein Checkout, aber du kannst es gerne noch ergänzen, wenn du magst. Ja, nee, ist gut. Mag ich gerne so stehen lassen, ja. Ja, da muss ich mir den Kopf nicht zerbrechen. Was noch da? Ja, also für mich, ich war es wirklich so wie danke für diesen Bogen, den du, Marie-Rose, jetzt noch mit diesem rein raus, also mit dieser Fähigkeit wirklich loszulassen und aber auch die Zuversicht, dass sich noch was Neues ergibt, was für mich zum Beispiel nur ganz wichtig ist, perspektivisch, also weil da einfach so ein Negativdenken in mir ist, finde ich, gehört beides mit dazu. Und ja, danke. Und ich gehe jetzt noch in die Nacht der Musik in die Waldkirche. Mhm. Hier in Planegg. Dankeschön. Ja, ich habe wirklich nichts mehr hinzuzufügen. Abgerundet. Danke. Das ist schön. Und ich werde die Musik zu Hause machen. Es ist im Moment im Medici.tv, Verbier-Festival. Und da gibt es jeden Abend und auch Vormittagskonzerte, die live übertragen werden. Das Live-Konzert habe ich jetzt verpasst, aber ich werde das Replay mir anhören. Und freue mich da auch schon drauf. Und ansonsten hoffe ich, dass die große Hitze bald aufhört und dass ich dann, weißt du, so, wenn man überall klebt, das ist irgendwie nicht so nett. Aber besser warm als kalt, sage ich. Insofern macht's gut, genießt den Sommer. Der Winter kommt bestimmt. Tschüss. Das Gute dir. Tschüss. Alle los, gell? Ja, alles Gute. Danke. Ja, danke. Wünsche dir auch. Healing. Ja. Tschüss.